Hi zusammen und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Im heutigen Video sind wir mal in einem alten Sägewerk, Mini-Sägewerk unterwegs. Ist wahrscheinlich eher ein kurzes Video, aber dennoch finde ich sehr interessant. Und wenn ihr wissen wollt, was es gibt, dann bleibt jetzt dran. Viel Spaß mit dem Video. Hier haben wir jetzt einen Eingang. Hier steht auch noch ein Regal mit sehr viel Sachen drin. Markus ist auch wieder dabei, also nicht wundern, wenn der mal durchs Bild huscht. Ja, was haben wir hier alles? Eine Kabeltrommel, dann so ein Streuwagen, Sägewagen. Ja, das hier, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was es ist. Also wenn es jemand von euch weiß, gerne ab damit in die Kommentare. Hier haben wir noch so eine kleine Pennertonne, die als Ofen genutzt wurde. So schaut das ganze Ding mal in der Übersicht aus. Ja, das Dach ist hier auch schon ziemlich kaputt. Hier oben auch, da sind schon die ganzen Balken durchgefault. Und wird nicht mehr allzu lang dauern, bis das hier komplett runterkommt. Das hier müsste eine Säge sein, denke ich mal. Bin mir jetzt bloß nicht sicher, aber hier ist alles vergammelt. Aber das sollte noch halten. Oh. Okay, da gehen wir nicht drüber. Wir gehen mal hier ganz nah an das Säge lang. Moment, wir gehen hinten lang, weil da hinten ist nämlich kein Holzboden. Aber wenn der Holzboden unter mir schon nachgibt, dann möchte ich da nicht unbedingt drüber gehen. Oder wir schauen uns das einfach alles von hier an, weil da hoch, glaube ich, ist auch keine so gute Idee. Aber dafür gibt es ja Kameras mit Zoom. So, da hinten noch alles Schönes. Ein Reifen. Dann, ich habe keine Ahnung, was das hier für ein Teil ist. Schaut aus wie eine Pumpe oder irgend sowas. Da hinten steht auch noch ein kleiner Ofen. Und das hier sind wahrscheinlich Traktorreifen oder irgendwas. Ich muss wieder rauszoomen. Ich habe keine Ahnung. Ja, hier kann man auch nochmal schön sehen, dass das Dach wirklich schon seine besten Zeiten hinter sich hat. Hier ist die Tonne nochmal. Das ist eigentlich eine ganz normale Tonne, umgebaut zu einem Ofen. Mit dem Ofenrohr, was da hinten rausgeht. Kann man mal machen. Hier liegen sogar noch Sicherungen, sehe ich gerade. Und der Sicherungskasten schaut jetzt auch noch nicht so schlimm aus. Ja, was haben wir hier hinten noch alles? Hier haben wir noch so eine kleine Lore oder wie man auch immer das nennen mag. Das hier war wahrscheinlich mal so eine Art. Ja, da ist die Säge. Da kann man die Sägeblätter noch sehen. Hier durch die Walzen, da ist der Baumstamm durchgezogen worden damit. Ja, und dann gehe ich mal schwer davon aus, weil da hinten die Schienen weitergehen, dass da hinten, jetzt gehe ich Schluck auf, dass da hinten einfach nachträglich noch zugemauert wurde. Und dass man hier mal einfach komplett durchfahren konnte mit der Lore. Aber wie gesagt, ihr seht schon, hier ist alles auch schon ziemlich vergammelt. Also das steht auf jeden Fall schon ein paar Jährchen leer. Da hinten stehen auch noch Kochtöpfe oben drauf auf dem Regal. Hier ist noch ein alter Sitz. Ich weiß nicht, von einem Traktor vielleicht oder irgendwas. Interessant wird es auch allerdings hier draußen. Jetzt muss ich erstmal das Licht ausschalten. Da steht hier noch so ein Radlader. Oh, durchquetschen. Ja, aber wie man sieht, steht auch schon ein paar Jährchen. Da hinten steht auch noch ein Bagger, den schauen wir uns gleich mal an. Jetzt kriegt er noch mal eine totale von dem Radlader. Schon schade drum eigentlich, dass man hier sowas verfallen lässt.
Ja, und hier hinten steht noch ein ganz normaler Bagger mit einem Anhänger. Zuerst habe ich gedacht, dass der Anhänger noch benutzt wird. Aber, aua. Oh, Hilfe, meine Kamera bleibt hängen. Zuerst habe ich gedacht, dass der Anhänger noch benutzt wird, aber der ist so zugebuchert. Der steht da schon ein paar Jährchen. Ja, da haben wir noch einen alten Bagger. Hat der noch Baggerschaufel dran? Nö, nee, Baggerschaufel ist keine mehr dran. Aber schon cool das Teil. Ich habe ja auch gerade noch so einen kleinen Fluss entdeckt. Zugegeben, das gehört natürlich nicht jetzt zu einem Lost Place. Aber ich möchte es euch auch nicht vorenthalten, weil es hier schon echt irgendwie sehr idyllisch wirkt alles. Ist schon geil. Wenn man schon mal hier ist, dann kann man sich das auch mal anschauen. Da hinten hat jemand eine kleine Brücke drüber gebaut. Und es ist doch verhältnismäßig tief, also da geht es bestimmt, ich weiß nicht, ob man das in der Kamera erkennen kann, aber da geht es bestimmt einen Meter, anderthalb Meter geht es da nach unten. Und es ist halt schon eigentlich echt cool hier. Hier neben dem Fluss dachte ich zuerst, dass hier ein Zelt steht. Aber ich denke mir mal, das ist vielleicht von den Bauern irgend so eine Brunnenanlage. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Da drin steht eine Leiter und da geht ein Rohr raus. Also ich denke, dass es hier von einem Bauern so eine Art Brunnenanlage sein wird. Oder wo er sich dann das Wasser oft, keine Ahnung, aufs Feld pumpen lassen kann oder irgendwas. Irgendwie so. Ja Leute, das war's jetzt auch schon von dem Lost Place. Wie gesagt, klein aber fein. Die Bagger sind ganz cool. Das Sägewerk an sich schaut schon ziemlich böse aus, aber war dennoch sehenswert, würde ich sagen. Und wie gesagt, hier allein schon mit dem Fluss oder mit dem Bach, das ist schon richtig cool. Ich hoffe, das Video hat euch natürlich gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, könnt ihr den Kanal natürlich auch gerne kostenlos abonnieren, die Glocke aktivieren. Dann verpasst ihr kein weiteres Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.